Der 3. September 1792 hat in Bruck an der Mur alles verändert. Denn vor 221 Jahren sind in Bruck 164 von 166 Gebäuden abgebrannt und somit völlig zerstört worden. Mit dieser packenden Geschichte konnte Bürgermeister Bernd Rosenberger eine Gruppe Kindergartenkinder in seinen Bann ziehen und ihnen gleichzeitig einen Teil der Geschichte der Stadt Bruck näherbringen. Ich freue mich irrsinnig, dass wir uns hier im Stadtmuseum treffen und einfach ein wenig auch über die Geschichte der Stadt erzählen. Kindgerecht natürlich aufbereitet. Und ich werde heute, und das wissen die Kinder noch nicht, eine Geschichte vorlesen und erzählen über den großen Stadtbrand 1792. Und ich bin überzeugt, das ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern kindgerecht aufbereitet auch eine gute Geschichte. Also die Jugend und auch die Kinder sollen an diesem Stadtjubiläum genauso teilhaben. Und das ist ein Anliegen von mir und wie man sieht, funktioniert es hervorragend. Und ich freue mich, dass ich heute mit Kindergartenkindern zusammen sein kann. Bei diesem Stadtbrand ist fast die ganze Stadt abgebrannt. Das muss man sich mal vorstellen. Alle Häuser, die damals gestanden sind, es sind nur zwei Häuser übrig geblieben, die nicht gebrannt haben. Alle anderen Häuser sind entweder zur Gänze abgebrannt oder teilweise. Übrigens auch unser Schlossberg. Das Aushängeschild von Bruck, das Kornmesserhaus, blieb beim Brand 1792 verschont und ist mit seinen Arkaden aus dem 15. Jahrhundert der letzte Zeitzeuge von Bruck anno dazumal. Nach dieser spannenden Geschichtestunde durften die Kinder ihre Eindrücke bildlich festhalten. Wie hat denn das gefallen, was der Herr Bürgermeister heute erzählt hat? Es hat mir sehr gut gefallen. Und was hast du jetzt gelernt? Dass die Menschen früher es nicht leicht hatten. Und was hast du gezeichnet? Eine Feuerwehr, die gerade einen Brand auf der Straße löscht. Dass Geschichte alles andere als Fad ist, hat Bernd Rosenberger den Kindern somit eindrucksvoll bewiesen. Und geht es nach dem Nachwuchs, darf es da ruhig eine Fortsetzung geben.